Schönen guten Morgen. So, schnell meine Sachen packen und dann ab zum Bus, weil heute geht es wieder die 120 Kilometer in Richtung Süden der Insel an den Flughafen und dann wieder zurück nach Deutschland in den Schnee. Das packt mich gar nicht, ich würde viel lieber hier bleiben noch. Aber ja, Arbeit wartet schon wieder. Vloggen muss ich auch mal wieder und so weiter und so fort. Ja, aber hat gut getan die Tage. Viel auf der faulen Haut gelegen, viel gewandert. Passt einfach mal wieder ein bisschen entspannt. Muss ein bisschen leise sein, weil wir haben es viel. Muss ein bisschen leise sein, wir haben es 4 Uhr in der Früh und das Hotel ist sehr leer. Okay, ab zum Flughafen. Schönen guten Morgen. Zurück in Deutschland. Ich habe mich ein bisschen auspennen müssen. Und ja, jetzt werden Fotos gesichtet, Fotos übertragen. Dann fange ich zum Schneiden an. Und nicht nur, dass ich ja jetzt ganz lange nicht gevloggt habe, noch viel schlimmer, ich habe auch andere Vlogs nicht geguckt. Das heißt, ich werde jetzt eine richtige YouTube-Session starten und mich Schritt für Schritt durch alle Kanäle, die ich abonniert habe, durcharbeiten und fleißig gucken, kommentieren und liken. Und bin gespannt, was sich so bei den anderen getan hat. Habe ich gefreut, dass ihr die paar Vlogs angeguckt habt, die ihr ja jetzt schon gesehen habt, die ich jetzt dann schneiden werde. Und ja, schenkt mir doch vielleicht auch ein Like, wenn was dabei war, was euch gefallen hat. Mein Fazit zu dem Kurzurlaub war ja wirklich nur eine relativ kurze Sache, so eine kurze Auszeit, sehr spontan. Und würde ich jederzeit wieder machen. Also bin total angefixt. Nicht nur, weil ich die Insel total toll finde, da waren wir noch nicht, wir waren ja immer auf den anderen Kanareninseln, sondern auch was dieses spontane Ich flieg wohin betrifft. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dass nicht irgendwie großartig Familie oder so mit involviert ist und ihr einfach zwischendrin mal so ein paar Tage sehr spontan von der Arbeit frei bekommt, kann ich das nur empfehlen. Also mich hat die gesamte Woche einschließlich Hotel und Flug mit allen drum und dran 254 Euro gekostet. Das ist ein Hammerpreis, möchte ich behaupten. Das Einzige, was noch dazu kommt, ist die Busfahrten, die ich gemacht habe vom Flughafen zum Hotel und Hotel-Flughafen. Also der Transfer, und den musste ich mich selber kümmern. Und das kostet mit dieser 10-Plus-Karte, die man kaufen kann, also so eine Prepaid-Karte für den öffentlichen Nahverkehr dort,
kostet die gesamte Strecke einzeln 9 Euro. Also muss man quasi nochmal 20 Euro mit draufzählen. Die Prepaid-Karten kann man voraufladen mit 25 Euro. Und die 5 Euro, die dann noch übrig sind auf der Karte neben dem Flughafentransfer, kann man wunderbar verwenden für solche Ausflüge, wie ich es gemacht habe, nach La Caldera, weil auch da kostet die Busstrecke einfach irgendwas um die 2 Euro. Das Restguthaben bleibt übrigens 10 Jahre gültig. Also wenn nicht alles aufbraucht, Karte aufheben und entweder selber oder Familienmitgliedern, die mal auf Teneriffa fliegen, einfach denen die Karte mitgeben. So, für mich war es das jetzt. Ihr habt jetzt schon ein paar Tage lang hintereinander Vlogs von mir gesehen. Und als nächstes geht es weiter mit wahrscheinlich Moped fahren. Ich habe der Pegaso neue Koffer gekauft für hinten. Dann bekommt sie ein bisschen breiteren Arsch, passt besser zum Fahrer. Nee, aber dann ist sie langsam aber sicher auch reisetauglich. Und das Wetter draußen sieht zwar immer noch kalt aus, aber die Sonne scheint schön. Es liegt halt immer noch Schnee bei uns. Aber mal gucken, die nächsten Tage könnte es vielleicht soweit sein, dass man mal wieder so richtig ernsthaft Moped fahren kann. So, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Vlog.